Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Wie fühlt sich das an? Super gut, vielen Dank. Ist schon meine zweite mit dem LSC, aber richtig gut. War eine richtig aufregende Saison. Die Neuen haben sich super gut integriert. Die jungen Spieler haben nochmal richtig Feuer reingebracht. Das hat richtig Bock gemacht. Ich mach hier für die Zukunft des LSC arbeite ich. Ja, das meine ich so ein bisschen. Also, guter Vibe beim LSC. Super Vibe beim LSC. Taugt. Okay, weiter, nächste Frage. Dadurch, dass heute nochmal andere Leute, die davor in der Saison vielleicht nicht so viel zum Zuge gekommen sind, nochmal ihren Einsatz gekriegt haben, war auch das Feuer da. Also, die hatten nochmal Bock, so ein bisschen sich zu zeigen, auch für die nächste Saison. Und deswegen, also es sind auch nicht nur 11 Leute. Die ganze Bank ist super gut, wir haben eine riesengute Qualität. Und das haben heute die Auswechselspieler so auch gezeigt. Deswegen war nochmal richtig schön... LSC! Okay, ja, das meine ich, genau. Es ist ja die erste Saison mit dem Trainerduo Bretschneider und Mitzis. Oh ja. Das hat hervorragend geklappt, oder? Ja, super. Beide sind zwar ein bisschen unterschiedlich, aber ergänzen sich dafür super gut. Und ja, es hat halt über die Trainingsqualität... bis zur Vorbereitung ins Spiel hat es super ineinander gegriffen. Und auch ich hatte einen guten Kontakt zwischen Mannschaft und Trainerkollektiv und es hat richtig gut gepasst. Also beide richtig stark. Fachkompetent auch richtig gut. Ja. Was war das Geheimnis zum Erfolg in dieser Saison? Das Geheimnis war, glaube ich, dass wir kontinuierlich einen richtig guten Kader hatten. Also sonst war der LSC immer mit Studenten befüllt, die dann in der vorlesungsfreien Zeit immer weggepilgert sind nach Hause. Und diesmal ist das erste Jahr, dass die A-Jugend nach oben schiebt und das war, glaube ich, der Knackpunkt. Die haben richtig nochmal Leidenschaft aus der A-Jugend mitgebracht, sind da, glaube ich, auch mit so einem Hattrick, also die haben die Liga gewonnen, den Pokal und noch irgendwas. Und mit der Mentalität sind sie nach oben gegangen und haben uns eigentlich alle mitgerissen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.